Hallo liebe Zuschauer, heute spielen wir das Spiel Seifenblasen. Und das ist ein Experimentierkasten von Kosmos ab 5 Jahre. Das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass wir es auch auspacken. Dann sieht man gleich das ganze Material. Echte Seifenblasen! Boah, echt, alles echt. Da ist ja ganz schön viel drin. So, den ersten Versuch haben wir hinter uns schon gebracht. Man sieht hier, wir sind schon beim zweiten Versuch. Das heißt, gehen wir gleich mal. Alina darf auch gleich. Hey, das geht ja so schnell. Wir gehen gleich auf die nächste Seite. So, da haben wir es nämlich. Das heißt, wir haben so ein Gefäß. Das ist doch hier enthalten. Willst du die fangen, ne? So, und jetzt darfst du mal probieren. Oh, bei der Alina klappt es super. So, der Versuch ist mal richtig schwer. Das heißt, ein Kind pustet, andere nimmt das Röhrchen. Das ist natürlich richtig schwer. Da braucht man natürlich sehr viel Übung, um das zu machen. So, und der Versuch Nummer 3, das ist im Prinzip das klassische Seifenblasen. Das funktioniert natürlich bestens. Was auch gut funktioniert, das haben wir vorhin schon ausprobiert, das ist mit dem Waschlappen. Und wir sind jetzt aber schon beim nächsten. Man sieht hier im Hintergrund die ganzen großen Seifenblasen. Das ist natürlich ja, der Versuch mit dem großen Ring, wie es hier abgebildet ist. Und das funktioniert wirklich toll. Also da habe ich schon andere Sachen erlebt, aber mit dem Ring ist das wirklich klasse. So, und die nächste Aufgabe ist, in dem Fall nimmt man mehrere Röhrchen. Und der Lias zeigt das auch. Am Anfang, also bei mir funktioniert das gar nicht übrigens, aber bei den Kindern, da funktioniert es besser als gedacht. So, und damit sind wir schon beim nächsten. Der Lias zeigt, wie das geht hier. Das Wasser, ein Seifenblasenwasser, da ist so ein Trichter dabei. Man sieht es jetzt hier in der Abbildung. Und so sieht man, wie man das hier produziert. Was auch ganz toll ist, das ist das hier. Eine weitere Spielidee ist das Formen eines Drahtes. Der ist auch hier enthalten. Dann kann man das auch hier reinmachen. Der Draht ist aber wirklich sehr lange. Und dann können wir mal probieren, ob es klappt. Nehmt es einfach mal. Genau da reinheben. Und dann noch pusten. Mal schauen, ob es klappt. Nein. Ja, probieren wir nochmal. Hier sehen wir auch nochmal das ganze Material, was hier enthalten ist. Die ganzen Anleitungen mit diversen Spielideen. Vieles davon haben wir gezeigt. Vieles funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Also zumindest bei mir, bei den Kindern ab und an. Viel einfacher ist es mit diesem Trichter, den man dann hier sieht. Damit ist es wirklich klasse. Da funktioniert super. Auch hier die einzelnen Möglichkeiten. Und das hier, das funktioniert auf jeden Fall auch. Also es ist wirklich sehr viel enthalten für so eine kleine Box. Auch das haben wir vorhin gezeigt. Also wenn es euch gefallen hat, dann holt es euch einfach. Das musst du noch jetzt kaputt machen.